Gegen dich kann ich leider nicht so viel machen. Aber es reicht für einen Two-Hit. Ja, Sichler nimmt sich Grammo. Wir haben Sichler und Grammokles sogar schon mal verfusioniert, aber es sah leider echt nicht gut aus. Belgella. Geh dann mal. Weil es da keine Custom Sprites. Irgendwie habe ich was anderes erwartet, aber das ist irgendwie cute. Ja, es gab leider für Sichlor, Grammo oder gemeint für die ganzen Grammo-Class-Fusionen keine Custom Sprites. Dementsprechend sah es einfach nur irgendwie reingeschmissen aus und naja, sah leider nicht so schön aus. Ha, mit Synchro noch erwischt. Nur leider. Sind wir alle paralysiert? Okay, das ist gut. So. Ich bin ein kleiner Cutie. Das höre ich auch jeden Tag. Überlege aber, ob wir jemals die Gardevoir-Reihe bisher mal gesehen haben. Wenn nicht, war das ein Spoiler. Zum einen. Und zum anderen. Was ist das? Zum anderen hatte ich doch eben vor 5 oder 10 Minuten erst gesagt, dass ich nicht wissen will, ob die Fusionen gut aussehen oder nicht. Bitte. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal ein Gardevoir gesehen haben oder Vorstufen. Kann gut sein. Da sage ich jetzt dagegen sage ich jetzt erstmal nichts, aber wie gesagt, ich will ja nicht wissen, ob die gut aussehen oder nicht. Darum ging es mir eher jetzt gerade. No. Vergiften Sie mich doch nicht. Weezing. Ja, das kriege ich, glaube ich, nicht One-Hit. Ein Hinweis auf ein Geschenk-Pokémon. Ich vermute mal, wenn es wie Mondberg ist und in der Felstunnel auch eine geheime Höhle gibt, dass es dort irgendwas Verstecktes gibt. Ansonsten eher nicht. Dann gucke ich einfach mal und laufe einfach überall entlang. Magnefing. Du siehst irgendwie kaputt aus. Too much kaputt. Ich wollte gerade noch... Oh, ich habe Alex gefunden. Ich sollte vielleicht mal auswechseln. Alex, was tust du hier? Bist du überhaupt gerade da? Ich glaube ja, ich habe dich mal nicht gelesen. Schauen wir doch mal, mit was er uns hier alles ankommen will. Er wirft mich mit Schleim ab. So viel machen kann er aber auch irgendwie nicht. Oh, amazing. Alex ist nicht amazing, er ist amazing. Und hat interessante Viecher rausgeholt. Schmerzhafte Viecher. Der. Und weg damit. Sieht aus wie der Hentai-Gott. Ja. Ja. Bernadetta, danke, dass du Stella einen Zap geschenkt hast. Super geil von dir. Ich werde mal das Sichlor jetzt einfach nochmal mitnehmen. Frage an den Chat. Bitte nur mit Ja oder mit Nein beantworten. Entwickelt sich Sichlor rein mit Level Up?
Ja, okay. Dann nehmen wir es jetzt erstmal mit und lassen unser OP-Gengar mal hier. Oder Rengar. Ah ja, ich sollte ihm vielleicht auch noch den EP-Teiler geben. Okay, dann schauen wir einfach mal. Weil ich glaube, die anderen sind jetzt eigentlich ganz gut vom Level. Guckt ihm nicht in den Mund. Ihr könntet eventuell eingesogen werden. Das war nicht sehr effektiv. Das heißt, er ist schon mal nicht Flug und nicht Wasser. Bleibt somit noch Gift und Kampf. Und Wasser. Okay, hat zwei überhaupt sauber. Die Vorstufe von Gigamax Gengar. Ja, dann müsstest du eine richtig harte Psychoschwäche haben. Ja. Ein Stein. So. Dratini ist das andere da drin. Das habe ich gerade irgendwie gesucht. Akupressur, wenn du meinst. Extreme Speed, brauche ich nicht. Das sind die anderen Sachen schon. Dragodrio. Machen wir mal ein Eis-Pokémon rein. Jetzt bin ich gespannt. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Yo! Klingt wie ein Username. Ja, gut. Nein, der Name! Scheiße, Mann! Fartin! Nein! Der Name war schon gut. Also manche Namen, die da rauskommen, sind echt... Yikes. Ich glaube, das stinkt. Pikata. Okay. Hast du noch deinen Feuertypen? Feuertypen? Fast. Ein Käfertypen. Kann du Pikachu mit Xerox fusionieren? Ja. Soll ich das mal versuchen und den aus dieser Floor wieder rausholen? Nein! Außerdem ist er ein Reitschüler. Ja. Svenja, guck nicht hin. Sie ist entsetzt. Mein erster Gedanke war gerade, dass ich es bannen möchte. Das ist mir im zweiten Gedanken aufgefallen, dass ich das leider nicht kann. Arkados kann es bannen. Diese Smirk auch noch, dieses, das es hatte. Kann ich da runter? Ja, ich kann da runter. Oh, Sludge Bomb. Ja, mal wieder hochspringen. Okay. Kann jemand Sludge Bomb lernen? Ist eigentlich sogar ziemlich gut. Ja. Sache, das ist jetzt besser. Moment, lass mich noch mal kurz den Angriff von Geobat mal angucken. Nein. Hast du nicht Sludge Bomb schon gehabt oder so? Sludge Wave hast du. Die ist wieder besser. Dann lassen wir es, wie es ist. Joa, ich glaube, es passt so. Warchan und Charlie. Ich finde Warchan schon sehr
schön. Du dahin. Und du auch erstmal dahin. Aber der Charlie ist eher so, ich weiß nicht. Au. Na, wobei Surfer ist vielleicht nicht so gut. Einfach den Donnerblitz. Gut, dass es nicht das schnellste Pokémon ist. Ich bin einfach das Pokémon. Was? Das Pokémon Center Theme hatte. Was denn? Das wird so witzig. Vor allem mit Lorca links. Yikes! Gut, dass das Ding nicht so viel angreifen kann. So. Okay, ich sagen, was ist ein bisschen interessant aus. Ihr habt irgendwie was vertauscht, wisst ihr das? Wollen wir nicht mal gehen gleich. Na toll, vorbei nicht gereicht. So. Und tschüss. Sind auch wirklich zwei Kleinkinder. Ja, wurden von Kleinkindern auch eingesetzt. Von. Wait, what? Wie hieß die? Was ist mit seinem Gesicht passiert? Save him. Habe ich gerade richtig gesehen? Die eine heißt Jan. Jan defeated Kiri und Jan. Okay. So, kann ich? I have no Smash. Dann holen wir mal eben unser Smash wieder raus. Wo habe ich jetzt was, was ich auch als TM habe? Bisacho. Den Brick Break kann ich, glaube ich, wegmachen. Kein Smash. No! Ich war zu schnell. War ja auch schon ewig kein Smash mehr gespielt. Gefühlt? Seit gut einem Jahr ist das letzte Mal die... hier diese Challenge gegen Christian gemacht habe. Wobei, nee, ich habe glaube ich zwischendurch einmal gespielt, als die neuen DLC-Charaktere raus. Woher habe ich die gespielt? Ich habe keine Ahnung. Hab schon zu lange kein Smash mehr gespielt. Slash. Slash ist okay. Sticky Barb. Okay. Okay. Ich wollte mich nur mal kurz umsetzen und plötzlich das da ins Gesicht geworfen. Tail. Na, ich hab Surfer. Hat er echt Löffel als Geweih gehabt? Geil. So. Ach, wir können auch keinen. Können wir noch keinen Surfer einsetzen? Nee, nach der Fuxania Arena können wir erst Surfer einsetzen.
Okay, dann erstmal hier lang. Ich habe mir heute übrigens einen neuen Stuhl bestellt. Das Witzige ist, ihr werdet keinen Unterschied merken, weil ich einfach exakt den gleichen Stuhl nochmal bestellt habe. Die Sache ist aber halt, dieser Stuhl ist einfach so cool, dass ihr einfach nochmal den gleichen geholt habt. Das Geile ist halt, man kann halt einfach die Armlehne... Hi. Bye. Die Armlehne einfach hochklappen, sodass man einfach viel mehr Platz hat. Und man kann sich ja komplett nach links oder rechts drehen. Also weil die Armlehnen halt einfach hinten an dem... an dem Rückenteil quasi fest sind und nicht irgendwo an der Seite. Das ist echt praktisch. Und dementsprechend einfach nochmal den gleichen. Dann hält er nochmal 2 Jahre und dann ist gut. Schauen wir mal hier. Du bist nichts Ungewöhnliches. Hauen wir dich weg. Oder auch nicht. Müsste nur mal treffen. Genau so. Spearcruel. Warum ist das rosa da oben? Die Nase. Das passt aber eigentlich ziemlich gut, die Nase. So. Das ist ein Damp Rock. Okay. Und ein Gloom. Kann doch mal gucken, ob hier noch was Interessantes im Gras ist. Eine richtige Dipno-Nase. Mir ist vor diesem Projekt eigentlich nie aufgefallen, was für einen seelenlosen Ausdruck Myrapla eigentlich hat. Aber jetzt, nachdem ich den Gesichtsausdruck von Myrapla einfach in jeder Fusion gesehen habe, weiß ich, dass er ziemlich seelenlos ist. Pack dein Lauch wieder ein. Das flexende Porenta hier einfach. Ja, das ist Lauchzelot, bevor er cool war. Ganz normales Dodo? Ist ja langweilig. Ich fühle mich immer so ein bisschen gebaitet, wenn die quasi zwei normale Pokémon haben und denke mir so, okay, jetzt ist doch sicher die Fusion aus den beiden und dann kommt ein fetter Vogel, der seinen eigenen Hinterkopf ableckt. Was? Okay. Wer leckt nicht gerne seinen eigenen Hinterkopf ab? Das war eine fette Taube, ja. Das Gute ist, ich habe sehr, sehr viel Pokémon gegen Flug-Pokémon einfach, weil ich gefühlt überall Elektro- oder Gestein- oder Eisattacken habe. Ich erst Pornigay gelesen habe. Pornoray, oh no! Flero. Das sieht auch schick aus.
Das ist Init Metal gerade, ne? Grimasse! Und hier. Hier ist mein Attacke auf Deutsch. Icy Wind. Was? Eissturm? Was die Init senkt? Und Agilität. Oh, mein normales Flug-Pokémon. Take that. Kannst den Lavados kopieren, ja. Müssen wir so langsam, glaube ich, durch sein hier mit der Route, ne? Ja. Okay. Dann. So, ihr meintet, es gibt noch einen geheimen Ausgang im Felstunnel. Ich kann mal gucken, ob ich den finde. Falls ich ihn nicht schon habe und ich mir einfach nur nicht mehr dran erinnern kann. Schauen wir einfach mal. So. Erstmal. Oh, ich lasse den Rock Smash erstmal noch drin. Super Repe. Und Laterne. Den habe ich schon. Okay, nevermind dann. Dann kann ich mich aber nur nicht mehr dran erinnern. Was habe ich da bekommen? Habe ich da das Gramokles her? Stimmt. Ich habe gerade gedacht, ich habe das Gramokles am Mondberg bekommen. Aber nee, am Mondberg war ja die oder war quasi nur diese Mondberghöhle, wo der Shop war. Ja, stimmt. Total verwechselt die ganze Zeit. Okay. Dann. Hätten sie Stadt schon angeguckt, ne? Ja. Dann Arena. Packen wir Dip nur nach vorne. So, ich hatte, glaube ich, schon mal gegen den ersten Trainer rechts da gekämpft, um zu gucken, welches Level die so haben. Chanbok. Ich bin verstört. Ein bisschen. Aber hey, das gibt auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte, wenn ich das Ding umhaue. Venus Slash. Das sieht episch aus. Ich lebe? Und Marken im Bock. Das sieht genial aus. Es könnten Hollow Knight Gegner sein, das Venus Slash. So, ich lasse mal Dip noch weiter vorne. Das kann nämlich hier eigentlich ziemlich gut aufräumen. Oh, Sucker Punch. Oh, nice. Wir haben auch Sonnenschein. Tentabra. Macht euch bereit für den nächsten wunderschönen BH. Ich nehme das zurück. Ich habe nichts gesagt. Moment, du bist Psycho, ne? Das reicht leider nicht aus. Und tschüss. Das ist einfach gerade Cthulhu. Durch und durch. Iii. Es hatte Kadabras Verteidigung. Ja.
Sowas merkt man eigentlich sehr schnell. Nachtiola. Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Psycho-Pokémon. Nein, es kommt Nidoslash. Wobei, das ist gut, das ist ein Boden-Pokémon. Okay. Leg ruhig ein paar Spikes hin. Weebok. Das sieht auch schon geil aus. Den Kampf sollte ich aber noch schaffen. Ja. Das reicht dir nämlich jetzt der Icy Wind genau aus, nämlich, ne? Yes. Glück gehabt. Weep, okay. So kann man es, glaube ich, auch lesen. Und einmal ein Antidoto. Dann Bisacho wieder. Oh, zweiter Weg zum Arena-Leiter. Zu dem wollte ich noch nicht hin. Erstmal noch die anderen hier besiegen. Und das passiert, wenn ihr eure Bienen ein bisschen zu hart füttert. Sie werden zu Beesies. Arbra. Wieso hat er eine Gabel in der Hand? Warum? Was? Kadata. Mich macht die Nase einfach fertig gerade. Yikes. Das hat wehgetan. Nachtiola. Hat sich ein Besteckfach vergriffen. Ach stimmt, die Dinge zwei dann auch auf dem Boden. Oder ist noch mehr? Drawfing. Diese Farbkombi. No. Okay. Huch. Ich wollte mich nur wieder richtig hinsetzen. Ich hole erstmal die Controller alle weg unter mir. Also die Farbkombi mit Gelb und Lila. Don't do that.